Das Arbeitszimmer Martin Luthers. Während der Theologieprofessor forscht und Predigten und Kirchenlieder schreibt, organisiert seine Frau Katharina den Alltag. Am Esstisch sitzt nicht nur die Familie, sondern auch Knechte und Mägde, Studenten und viele Gäste. Es ist keine richtige Kernfamilie, so Vater, Mutter, Kind und damals ja auch die Großeltern, die dazugehören, sondern es ist ein sehr großes Haus. Man sagt, dass ja jeden Tag 30, 40, 50 Leute im Haus waren. Also schreibt auch ein Besucher, hinterher geht es zu wie auf einem Jahrmarkt. Und sie hält das eben hier zusammen. Und das muss man, denke ich, auch positiv bewerten. Dass also 50 Leute hier im Haus im Zaum zu halten, denke ich, ist schon bemerkenswert. Die vielen Menschen im Haus brauchen Platz. Das Kloster wird ausgebaut und Katharina beaufsichtigt die Bauarbeiten. Nicht ungewöhnlich für eine Frau im 16. Jahrhundert. Sie hat die eigentliche Verantwortung für den großen Haushalt. Katharina braut auch Bier und lässt einen Weinkeller einrichten. Luther lässt ihr bei allem freie Hand. Sie führt eben den Haushalt, sie hält das Geld beisammen. Und sie hat eben sozusagen hier die Hosen an im Haus. Also Martin Luther schreibt zum Beispiel an einen Tischler, mein lieber Herr Käthe hat gesagt, ich soll eine Truhe bestellen. Also da erkennt man auch ganz gut das Verhältnis zwischen Mann und Frau, dass der Mann diesen Vertrag auslösen muss für den Tischler, aber Katharina hier im Haus eigentlich weiß, was benötigt wird. Die ehemalige Nonne ist klug und gebildet. Das verdankt sie ihrer Erziehung im Kloster, in dem sie schon als Kind lebte.